Ich bin gerade so ein bisschen über meine Startseite hinweg gestolpert und hier Survival 1x1, Überlebenstipp vom Profi Detlef Kammerau, Outdoor im Hansebelt. Hansebelt. Ja, da gehen wir mal rein, oder? Thumbnail sah auf jeden Fall ganz spannend aus. Sagt mir gar nichts, aber wir gucken mal, was uns hier erwartet. Ein Strich, kein Strich hier. Geil, geil, geil. Hier mit dem Belt. Hallo, ich heiße Detlef Ka. Hey, geil, schon mal geil gefilmt. Das bringt doch gerade hier frischen Wind rein. Nice, dass mir das vorgeschlagen worden ist. Schon mal cooler Shelter hier irgendwie. Mich würde tatsächlich mal interessieren, es sieht so ein bisschen aus wie das Camp hier damals von, wie hieß er denn? Von Wogyni? Von Günni und wie hieß der andere? Karate? Karate-Andi? Nee. Ich weiß gerade nicht. Egal, wir gucken uns das Video an. Macht auf mich erstmal schon mal einen coolen Eindruck hier. Der Shelter ist schon mal, sieht auch schon mal witzig aus. Kamerow. Ich bin der Inhaber der Outdoor Survival Schule hier in Malente. Von Beruf bin ich Ausbilder für Überlebenstechniken und das jetzt seit 12 Jahren hier am Standort Malente. Malente ist der optimale Punkt, um so eine Wildnisschule, eine Survival Schule zu gründen, weil wir sind hier im Herzen der holsteinischen Schweiz und damit exakt im Zentrum des Hansebelt. Von Kopenhagen bis Hamburg haben wir hier einen mittleren Standort gewählt. Wir haben hier nicht nur Flachland, wie man es erwartet vom Norden, wir haben hier den Strand, wir haben hier Wälder, wir haben hügelige Landschaften, wir haben Seen, wir haben Teiche, Tümpel, Sümpfe und Geil. wir haben tolle Kleinstädte und interessante Dörfer und alles lockt mit der holsteinischen Gastfreundschaft. Gemäß Glückskompass leben hier im Hansebelt zwischen Kopenhagen und Hamburg die glücklichsten Menschen und das kann ich gut verstehen. Der Hansebelt ist die Region, in der es sich lohnt zu leben und zu arbeiten. Wir haben hier spektakuläre, große, aber auch ungewöhnliche Firmen, aber auch die Möglichkeit, sich hier selbstständig zu machen mit außergewöhnlichen Ideen oder Leidenschaften, wie bei mir, das Survival, die Wildnis, alles das ist hier möglich. Ich will euch einmal zeigen, wie mein Berufsalltag aussieht und dafür nehme ich euch einmal mit in den Wald. Ja, den Song kennen wir doch aber irgendwo her, ne? Lagerplatz. Wenn ihr in der Wildnis, die es auch hier hoch im Norden gibt, havarieren solltet, dann solltet ihr einiges wissen über einen stationären Lagerbau. Wie wohne ich? Wie halte ich mir die Tiere vom Leib? Und vor allem, wie halte ich mich warm? Es ist ziemlich zwecklos, seine Verlaufenheitssituation damit auflösen zu wollen, des Nachts durch den Wald zu gehen. Das klappt meist nicht, das geht schief. Sinniger wäre es, solange es noch taghell ist, ein Lager zu errichten und den nächsten Morgen abzuwarten. Und es geht einfach darum, ihr braucht vernünftiges Material. Ihr braucht einen guten Punkt. Am besten zwei Bäume, die zum einen stabil und zum anderen so weit auseinander stehen, dass ihr dazwischen Platz habt. Und dann könnt ihr exakt hier das Lager errichten. Es ist simpler, als man denkt. Man bedarf keines Werkzeuges oder Zusatzmaterialien. Es sind lediglich zwei Astgabeln, Y-Stangen, die ihr findet. Einen umgeworfenen, trockenen Baum. Den findet ihr im Wald garantiert auch. Und dieser umgeworfene, trockene Baum wird auf den Y-Stangen auf der Astgabel etwa hüfthoch fixiert an den beiden Bäumen. Und dann kommen gerade Hölzer, wie sie am Waldboden liegen, von der einen Seite, nämlich von der Windseite, handbreit nebeneinander, dort gegengelehnt. Und zwar so weit, wie ihr groß seid. Das wird das Dach. Das Ganze wird bedeckt mit dem Grünzeug oder mit Tannengrün, ja, mit Wildlaub oder was immer ihr habt. Das wird dort draufgebracht und schon habt ihr einen guten Wetterschutz. Und damit wir hier nicht im Dreck liegen, wird zum einen das grobe Material beseitigt und zum anderen werden wir hier wahrscheinlich mit Fichtennadeln uns ein gutes Bett bauen. Dann haben wir Schutz vor dem Wetter, Schutz von oben und vor allem Windschutz. Unsere Körpertemperatur bleibt hier drin gefangen, das ist optimal. Weiter geht es um die Schlaffläche. Da wird einmal alles beseitigt, was uns stört. Und dann brauchen wir eine schöne Polsterung gegen den Druck, gegen die Kälte und gegen die Erdfeuchtigkeit. Ich hoffe, er zeigt das jetzt gleich auch alles noch. Also ich weiß natürlich, was er vorhat. So eine Art Shelter habe ich tatsächlich ja bei einem meiner ersten Bushcraft-Videos gebaut. Haben wir uns auch im Stream ja schon ein paar Mal angeguckt. Ja, klingt alles recht logisch, aber würde ich natürlich jetzt auch gerne mal sehen, wie er das hier Und erst, bastelt. wenn das Dach steht, dann werden wir hier vorne einen Steinkreis errichten, ein Feuer herstellen. Ja. Und wie das alles funktioniert, zeige ich euch jetzt im Detail. Ah, perfekt, perfekt, perfekt. Wo hat denn das Stroh im Wald her? Schön, wenn das Bedarfsmaterial, wie hier in der Survival-Schule, alles auf Haufen vorrätig ist. Aber auch die Wildnis bietet mit ihrem Baumarkt alles, was wir brauchen. Jede Art von Holz, jede Art von Aber du Stein. Kannst auch Moos oder sowas nehmen. Werden wir hier finden.
Ach, jetzt sehe ich das. Er hat hier quasi eine Trinkflasche dran. An dem. Also ich muss sagen, den Style, irgendwie feiere ich das so ein bisschen mit diesem Einstrich, kein Strich. So das, irgendwie hat das was. So ein bisschen oldschool mit dem Gürtel noch hier drum, Trinkflasche dran. Die Trinkflasche, da könnte man den Topf noch reinmachen. Was hat er hier? Twitch, andere Seite noch ein Messer, dann passt das eigentlich. Ein Unterstand brauche ich nur so groß, wie ich ihn brauche. Nicht ein Zentimeter größer. Ich spare Zeit, Material und vor allen Dingen spare ich meine eigenen Kilokalorien. Die brauche ich heute Nacht zum Aufrechterhalten meiner Körperwärme. Ah, ist besser an der Seite. Das Dach für eine kurzfristige Notfallsituation muss so genügen. Ich arbeite so wenig wie möglich. Ja. Ja gut, das ist natürlich jetzt hier mit Stroh, ne? Das, also sieht aus wie Stroh, was er vielleicht irgendwie vom Bauern bekommen hat und da bei sich lagert. Das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, als wenn du jetzt irgendwie im Wald bist. Da hast du das ja gar nicht. Und kein Regen, wir haben keinen Schnee. Also das heißt, da müsstest du dann irgendwie wahrscheinlich Laub suchen, wenn du im Laubwald bist. Könntest natürlich auch irgendwie Fichten-Tannennadeln nehmen, das damit abdecken. Moos könntest du nehmen. Ja. Hey, aber wenn jetzt der Ostwind aufflackert, nämlich von dort her, dann werden wir das trockene Material noch gegen Abrieb des Windes sichern müssen. Nehmen wir noch mal ein paar Lagen Äste oben rauflegen. Mhm. Die Schlaffläche ist vorbereitet, die schützt mich vor der Kälte, vor dem Wasser und der Drucksignatur am Popo und am Rücken. Mhm. Da wir mit dem Dach jetzt Schutz vor Regen, Hagel und Schnee haben und vor allem auch vor dem ostvorherrschenden Wind, brauchen wir jetzt allerdings auch noch eine Wärmequelle. Und das wird ein Feuer. Dazu eben schnell einen Steinkreis vorbereitet. Die Steine haben nicht die Aufgabe, die Brandausdehnung vorzubeugen, sondern sobald die Steine warm sind, nehme ich sie zusätzlich zum Feuer mit in mein Lager und kusche mich damit ein. So wird die Nacht erträglich. Bei feuchtem Wetter ist es wichtig, natürlich an. Aber trotzdem, bisher auf jeden Fall schon mal geil gefilmt. So an der Stelle. Und die Inhalte sind auch gut. Ja, ist auch interessant. Auf jeden Fall schön, dass er quasi nicht nur von der Theorie spricht, sondern die Sachen auch gleich aufgebaut hat. Entstehende biologische Brandzusatzstoffe mit reinzubringen, zum Beispiel die weiße Rinde der Birke. Betulin ist das Pflanzenöl in der Rinde, das brennt immer auch bei Regen. Und wenn es eben nicht die Birke ist, dann ist es anstehendes Tanngrün, Nadelgrün, jedes Nadelbaums, egal ob frisch oder trocken, das wird alles zusätzlich gut brennen. Ich will hier für euch ein Feuer starten. Das darf ich hier tun, weil es mein privater Wald ist. Überall in der Bundesrepublik ist es verboten, in Wäldern Feuer zu machen. Ja, die Waldbrandgefahr ist einfach zu groß. Aber hier mache ich es einfach für euch. Ah, warte mal, was? Einfach für euch. Ja. Okay, hat er Stroh, hat er ein bisschen trockenes Holz. Dann macht er da quasi ein Feuer. Ja, wahrscheinlich arbeitet er mit, wie nennt man das, Charcloth oder sowas? Dieses vorher präparierte Baumwollmaterial. Vor allem, was ist denn das Weiße? Das ist doch ein Taschentuch, oder? Ja, okay. Ja. In einer echten Notfallsituation, wenn ihr euch verlaufen habt, gilt natürlich ein anderes Recht, nämlich Recht auf Überleben. Ihr seid dann berechtigt, alles das zu tun. Ja, guck mal, hier hätten sie mal ein Taschentuch. Er wird es wahrscheinlich mit hier Charcloth oder wie das heißt. Oder vielleicht sogar Zunderschwamm, Chaga-Pilz oder sowas, geht das auch. Was eurer Gesundheit oder eurem Leben zuträglich ist. Übrigens auch ein Feuer im Wald. Um das Feuer zu starten, könnte man dies zum Beispiel. Ach, jetzt zeigt das nochmal. Ah, das ist teilweise jetzt ein bisschen wirr geschnitten, weil er hat einmal was jetzt. Bub, Feuer war da, jetzt springen die wieder zurück. Okay, verstehe. Jetzt zeigt es erst nochmal im Detail. Mit Steinschlägen machen. Dazu reicht aber nicht einzig der uns blaue, schwarze oder weiß melierte Flintstein. Wir brauchen dazu auch den Feuerstein. Und in unserem Fall wäre das hier der Markasit, der ist drin goldfarben. Oder der Pyrit, Pyro-altgriechische für Feuer, ein Feuerstein. Feuersteine sind goldfarben. Und erst die Kombination. Mit Schlag- und Reißtechnik stellt hier Funken. Die Funken können nicht ins Feuer gebracht werden, nicht ins Holz gebracht werden. Dort werden sie nicht umsetzen. Was wir brauchen, ist aus dem Lagerfeuer alte Kohle oder Kohle, die beim Waldbrand passierte. Das ist aber keine Kohle, das ist Charcloth. Das ist vorher vorbereitete Baumwollfaser.
der Blitz einschlug oder in Kriegs- und Krisengebieten finden wir reichlich viel Kohle, das Material, das geht mit und da hinein werden die Funken geschlagen. Naja, das ist halt keine Kohle, die einfach mal aus dem, das ist schon extra vorbereitetes Material dafür, das ist jetzt nicht einfach aus dem Lagerfeuer rausgenommen. Das ist ja quasi Baumwollstoff, der verkohlt worden ist. Spannend ist zu erfahren, dass so etwas nicht nur in einer Trainingssituation funktioniert. Jetzt ist Feuer wieder an. Jetzt war der ganze Anpust- und Glimm-Prozess nicht mit drin. Das war ja ein bisschen wirr geschnitten für meinen Geschmack hier. Das finde ich jetzt für jemanden, der sich gar nicht mit dem Thema auskennt, überhaupt nicht nachzuvollziehen, was jetzt überhaupt wie wo passiert ist. Ich habe so schon an ziemlich jedem Ort dieser Welt gelebt. Ob im Mittelgebirge, ja, knapp unterhalb der Baumgrenze, in Sümpfen oder ähnliches, sogar eine Wüste gebaut mit Tierfell. In jedem Wald funktioniert das. Aber am schönsten ist so ein schönes Lager mit so einem schönen Feuer doch im Hansebelt. Der Hansebelt. Kommen auch Sie zum Hansebelt und machen Sie Urlaub, wo sich... Nee, komm, was? Ich bereite mich für die Nacht vor. Das Feuer würde ich erst dann starten, wenn ich es brauche. Also zu Beginn der Dunkelheit. Das wäre zu dieser Jahreszeit um 5 Uhr. Hell wird es erst um 6:45. Das heißt, ich sollte mit dem Feuerholz sparsam umgehen. Immer nur mit so viel nachlegen, dass ich gerade mal genügend Licht zum Arbeiten oder zum Schutz vor Wildtiere habe. Und vor allem sollte ich zumindest 6 Stunden das Feuer betreiben, damit die Steine hier herum heiß werden. Ja, die nehmen die Temperatur von dem Feuer auf. Und wenn das Feuer niedergeht, weil ich irgendwann mal schlafen muss, dann werde ich mir die Steine nehmen. Aber ich glaube, es wäre... Ja, achso, er will mit den Steinen durch die Nacht kommen und nicht mit dem Feuer an sich. Ne? Ich hätte es tatsächlich nochmal einen deutlichen Schnuff näher am Lager gemacht, sodass ich dann direkt neben dem Feuer schlafe und mich das damit halt noch wärmt. Und dann hätte ich, glaube ich, eher ein längliches Feuer gemacht, um mich da dann wirklich durch die Nacht zu bringen. Aber ist alles Geschmackssache. Mit ganz einfach eindecken und die Strahlungshitze der Steine nutzen, um die Nacht gemütlich zu schlafen. Und wenn es dann doch länger dauert, müsst ihr dringend was gegen den Hunger tun. Nicht nur, weil Hunger nervt, sondern ihr braucht Energie, um euch des Nachts warm zu halten. Und bevor es an das tierische Fett und die tierischen Proteine geht, ist es einfacher, sich aus der Vegetation zu ernähren. Mhm. Hier zum Beispiel haben wir einmal Löwenzahn. Das ist jedem bekannt, wächst im Sommer wie Winter. Mhm. Das ist mit wenig Aufwand schnell aus dem Waldboden gezupft, wird natürlich entsprechend sauber gemacht. Und das ganze Ding ist dann nutzbar. Der Waldboden ist voll mit Essen. Und zwar direkt neben dem Löwenzahn wächst hier Schaboxkraut, das Skorbutkraut. Auch das ist schnell geerntet. Hat derzeit den höchsten Vitaminanteil. Es sind die Blätter, die sich als Salat gut essen lassen, aber auch die Wurzelgruppe drunter mit den Knollen ist essbar. Das hier ist richtig Nahrung. Schmeckt nach Salat. Bei etwas stabileren Pflanzenteilen, wie zum Beispiel knochige oder holzige Wurzeln, aber auch Stiele oder Stängel, ist es sinnvoll, die vorher zu zerreiben. Das unterstützt die Verdaubarkeit. Und mit einem Mühlstein, einfach durchgemulteter Stein und einem faustgroßen Stein, lässt sich diese Mühlarbeit im Handumdrehen, auch ohne viel Technik, gut verrichten. Hab ich's geschafft? Guck mal hier, schon mal auch mal ein Schild. Achtung, Wildkameras. Ah ja, er weiß, wie man hier sein Gelände schützt. Ein Fisch oder ähnliches mir zu ergattern, dann werde ich einen Grill herstellen müssen. Das ist nichts weiter als 2 armdicke Äste, die ich auf den Boden lege. Aus dem Feuer ziehe ich ein paar Kohlestücke zwischen diese Stücke Holz, setze ein paar frische Äste oben drauf, den Fisch geöffnet, einmal Bauch, einmal rückenseitig drauf und nach 20 Minuten habe ich ein super Essen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jetzt habe ich irgendwie das Verlangen, mir so eine Tasche für meine Feldflasche, die ich ja auch immer nutze, zu holen. Irgendwie finde ich das gerade geil, so einen kleinen Belt zu haben. Ich würde wahrscheinlich das Messer... Eine Seite am Belt das Messer, die andere Seite irgendwie, ich weiß nicht so, aber irgendwie feiere ich das gerade. Weil, wisst ihr, wenn man so richtig minimalistisch unterwegs ist und sagt so, pass auf, ich mache jetzt so ein Survival-Ding, ich habe irgendwie, keine Ahnung, eine Flasche mit einem kleinen Topf drunter, bupp, und irgendwie noch ein Messer und ein Feuerstahl, das war's, dann ist schon geil, das irgendwie so an einem Gürtel so über der Jacke zu tragen. Irgendwie feiere ich das. Ist das ein Hansebelt? Es könnte sein. Aber ich habe das Gefühl, ich muss mir gleich so eine scheiß Tasche bestellen nach dem Video. Ich bin so ein Gieropfer, das ist so schlimm, ne? Habe ich einen Kochtopf dabei, den ich vielleicht mit einem Henkel oder mit einem Stück Draht versehe, dann kann ich ihn auch über einem gedachten Feuer einfach an einem Ast hängen. Zum Beispiel mit dem Zahnstock. Dort kann ich auf verschiedene Höhen den Topf anbringen, zum schnellen Garen oder warm halten. Aber auch mit lianenartigem Material einbinden, mit einem
V-Stock festsetzen oder hier mit so einer Schlaufe einfach den Topf einsetzen, sodass der Topf dort gut hält. Er ließe sich dann sogar von dem Gestell herunternehmen, ohne sich die Finger zu verbrennen. Habt ihr in der Notlage verbrauchte Materialien dabei, also Müll, oder findet sogar Müll in der Wildnis, dann lasst das Zeug nicht dort liegen, nimmt es mit. Alles hat weitere Funktionen. Mhm. Finde ich eine alte Tüte, kann ich mir damit zum Beispiel bei der Wiesenüberquerung meinen Strumpf vor Feuchtigkeit schützen. Ich kann damit Wasser transportieren. Und Leute, wenn es regnet, dann kommt meine Plastiktüte mit ins Feuer, weil Plastik brennt auch, wenn es nass ist. Von meiner alten Jacke habe ich das Meshgewebe, das Netzgewebe herausgenommen. Das wollte ich nicht wegschmeißen. Ich habe daraus einen Kescher hergestellt, krass, um eben mal die kleinen Fische mir zum Abendessen zu gönnen. Nichts bleibt im Wald zurück oder nichts ist unbrauchbar. Zum Beispiel auch diese alte Palette mit den ganzen Kanistern darunter, die man im Sumpfgebiet sehr gut findet. Das Ganze wird zusammengebastelt mit Schnüren oder wie auch immer. Was, im Sumpfgebiet findet man sehr gut Kanister und Paletten? Okay. Und dann ist es einfacher, den Sumpf über die Wasseroberfläche auf einem Floß zu verlassen, als sich durch den Sumpf durchzukämpfen. Es langt natürlich nicht, Pflanzen im Wert von Salat ein kleines Stückchen zu essen. Wir brauchen hier wirklich Unmengen. Aber wenn ich eine essbare Pflanze identifiziert habe, esse ich halt sehr viel davon. Bestenfalls pro Tag 2 Schubkarren voll. Aber nicht nur die vielleicht unbekannten Pflanzen sind essbar, sondern auch Dinge, die man kennt. Wie zum Beispiel Brennnessel, Giersch oder, naja, Brombeere. Alles das macht euch satt und versorgt euch zumindest mit Vitaminen. Zu den fetten Sachen, wie eben Fett und Proteine, das werden wir hier kaum finden. Da werden wir uns auf die Jagd begeben müssen. Und da sieht die Welt schon ganz anders aus. Okay. Spannend, dass er da... Aber ja, jetzt kommt wieder so ein kleiner Sneak Peek, dann zeigt das im Detail wahrscheinlich, ne? Naja, okay. Nicht nur für die Jagd, auch für die Verteidigung gegen das Wildtier ist es notwendig, sich mit Waffentechnik auszukennen. Es ist Quatsch zu versuchen, sich... Ich wollte mich darauf hinaus, dieser Bogen ist eigentlich ganz geil und spannend gemacht, weil der nicht aus einem Stück, sondern aus mehreren kleineren besteht. Geil, habe ich so auch noch nicht gesehen. Ist ganz cool eigentlich. Dadurch kannst du verschiedene Stärken und so... Eine Jagdbüchse herzustellen, das ist Käse. Aber wenn wir in die Eiszeit oder in die indigenen Völkergruppen zurückschauen, dann werden wir schnell Ideen dazu haben, dass ein ganz normaler Speer, dessen Spitze auch ohne Messer am rauen Stein gerieben werden kann, eine gute Hilfe ist. Aber ein bisschen klassischer ist es, mit Pfeil und Bogen sich zu verteidigen oder auf die Jagd zu gehen. Der Pfeil ist sehr simpel. Es ist ein gerader Stock, den ich vorne... Krass, er hat hier hinten so eine richtige Zwille drin. Angespitzt habe an eben einem rauen Stein. Hinten mit einer V-Kimme ist das Ding versehen. Das entspricht quasi der Kerbe, um in die Sehne des Bogens einzufassen, aber auch als Leitsystem anstelle der Federn. Okay. Der Pfeil alleine macht uns weder satt noch schützt uns. Wir werden auch einen Bogen als Abschusssystem dazu brauchen. Die einfachste Variante ist es, sich dünne, biegsame Äste aus dem Gebüsch herauszubrechen, das Ganze mit ein paar Schnüren zu versehen. Ja. Wenn ich keine Schnüre habe, dann benutze ich mein T-Shirt, reiße es in Streifen, dehne das Ganze, verzwirbel das und habe eine gute, reißfeste Schnur, die übrigens auch reicht, um die Sehne zu bespannen. Und somit ist das Jagdobjekt fertig und wenn es entsprechend gespannt wird, ist man damit... So, jetzt will ich hier mal einen 20-Meter-Schuss sehen, mit stecken bleiben im Holz. Gut im Rennen. Aber man... Mit so einer leichten Waffe ist natürlich... Ja, man hat natürlich die Flugbahn und so nicht gesehen, ne? Schwierig, ein Gnu, ein Büffel oder ein Jack aus dem Anzug zu boxen. Aber auf Kleintiere bis zur Größe des Wildhundes sind wir damit recht erfolgreich. Gerade in nassen Nadelwäldern findet man häufig Pilze. Aber nur, wer sich wirklich mit Pilzen zuverlässig auskennt, sollte diese nutzen. Ansonsten lassen wir die Pilze stehen. Das wäre die einfachste Speervariante. Es gibt natürlich noch anders, je nach Bedarf. Ein Mehrfachspeer wäre eine Harpune für die Fischjagd. Man kann aber auch vielleicht seinen Löffel am Stein reiben und somit eine Speerspitze herstellen. Oder man setzt sein Messer auf, um seine Armweite zu verlängern. Aber auch eine ganz lange Speer, der nicht zum Werfen geeignet ist, der ist zu schwer, sondern eher händisch als Stechlanze geführt wird, ist bestimmt eine super Verteidigungswaffe. Wenn euch meine Survival-Techniken gefallen haben, dann kommt doch zu mir in die Kurse oder arbeitet mit mir als Survival-Trainer oder Wildnisführer. Oder kommt doch generell in die Region Hansebelt. Hier kann man nicht nur schön überleben, hier kann man auch hervorragend leben. Zieht hierher, nutzt die Landschaft und... Es ist so witzig, wie dieses Video so einen leichten Tourismus-Werbecharakter hat. Dass so der Hansebelt einfach jetzt so hochgelobt wird. Alles, was die Region bietet, arbeitet hier. Ich freue mich auf euch. Vielleicht ist es aber auch so hansebelt.de. Vielleicht ist es aber auch eine Kooperation irgendwie mit Hansebelt.
Ja, krass, krass. Daumen nach oben auf jeden Fall. Hat mir gut gefallen. Ich muss mal ganz kurz checken, ob mich das interessiert. Kann das sein? Ah, ja. Ah, verstehe, verstehe. Pass auf. Jetzt habe ich es verstanden. Hansebelt ist wahrscheinlich so ein Tourismusding. Blabliblub. Und die haben ihm jetzt quasi das Kamerateam wahrscheinlich vorbeigeschickt, dass er seinen Kurs so ein bisschen promoten kann, dass er was zeigen kann. Er kriegt dafür so ein bisschen eine Bühne. Ne? Ist ja auch cool. Und deswegen geht er aber quasi auch so ein bisschen auf Hansebelt und Zeug und Umgebung ein und so. Ja, verstehe. Weil ich dachte erst, er ist vom Hansebelt und das ist sein Survival-Kanal. Aber er hat wahrscheinlich gar keinen YouTube-Kanal, weil der Hansebelt-Kanal. Da geht es hier um allen möglichen Kram, wahrscheinlich wie toll die Hansebelt-Region ist. Also Leute, zieht alle in den Hansebelt. Ja, das ist der Wahnsinn da. Da könnt ihr Kitesurfen, da könnt ihr Survival-Trainings machen, Liegestütz, Fahrrad fahren, Tomaten essen und auch Gitarre spielen. Nee, Spaß beiseite. Video hat mir gut gefallen. Ich finde Notlage. ihn irgendwie, ich finde ihn sympathisch. Coole Sachen, die er auf jeden Fall macht. Und ich muss mir jetzt tatsächlich so eine scheiß Tasche bestellen für meine Feldflasche. Ne? Es kickt jetzt rein, es tut mir leid. Ja. Aber hat er irgendwie noch was? Warte mal, das war nochmal Hansebelt, er, Kapitel 1. Survival, hier, guck mal, hat er eine Website? Hier, sowas genau mal mit ABC-Schutzmasse. Collapse Training. Schlage dich realistisch. 17 Kilometer durch zerstörte und verlassene Gebiete. Erlebe den Kollaps nach der Katastrophe. So ein Ding ist das. Ja. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Hier auch mal, guck mal, mit Tarnschminke komplett im Morast drin gehangen. Hier sehen wir doch auch wieder das Ding. Zack, Feuer, das ist ein Steinkreis. Ja, haben wir doch gerade einmal gesehen hier. Ja, nee, ist cool, hat mir gefallen. Tatsächlich, Video hat mir Lust drauf gemacht, jetzt rauszugehen und selber so ein bisschen was zu basteln, ne?